bin zum Schreiben gekommen, weil ich immer schon ganz viel gelesen habe und sehr gerne auch gelesen habe. Ich habe mir als Kind schon viele Geschichten ausgedacht und die dann meinen Puppen vorgetragen und erzählt. Den Puppen habe ich eigentlich ja, ganz alltägliche Geschichten aus dem Kindergarten auch erzählt oder was ich mir so vorgestellt habe. Ich habe mir mit 13 oder 14 eine Schreibmaschine gewünscht zu Weihnachten. Habe die dann netterweise auch bekommen und fing dann an, die Geschichten, die so durch meinen Kopf gegangen sind, aufzuschreiben. Zu den Liebesromanen bin ich eigentlich gekommen, weil ich das auch immer sehr gerne gelesen habe. Also ich habe es erst, muss ich sagen, immer nur für mich geschrieben. Das fand ich ganz interessant und ich wollte das eigentlich auch niemandem zeigen. Und es hat eine Überwindung gekostet, das dann zu veröffentlichen, beziehungsweise den ersten Schritt überhaupt mal anderen Personen zum Lesen zu geben. Und niemals damit gerechnet, Autorin zu sein, weil ich gedacht habe, naja, es ist sowieso schwierig, da Anschluss zu finden. Durch das Amazon-System von KDP ist es halt möglich geworden, dass man wirklich Autorin sein kann, auch wenn man niemanden im Rücken hat, der einen stärkt, dass es eine Agentur oder ein Verlag ist. Als das erste Buch erschienen ist, das war für mich ein völlig surreales Gefühl, weil ich jetzt gar nicht verstanden habe, dass man wirklich weltweit jetzt dieses Buch, was ich gerade veröffentlicht habe, lesen kann. Direkt in den ersten Tagen, in den ersten Wochen kam Feedback und auch von Bloggern. Das war durchweg positiv, was mich natürlich sehr gefreut hat. Das hat mich dann auch so ein bisschen dazu ermutigt, einfach weiterzumachen. Die anderen Geschichten, die ich sowohl schon in der Schublade fertig hatte und geschrieben hatte, auch zu veröffentlichen. Ich finde das sehr faszinierend, das System des Kindles, weil es natürlich sehr schnell veröffentlicht werden kann. Also ich schreibe ein Buch. Ich bin damit fertig, ich lasse es halt auch dann lektorieren, ich lasse ein Cover machen und dann kann ich aber wirklich selber entscheiden, ich bringe es jetzt raus, ich möchte es jetzt veröffentlichen. Das ist das Gefühl, dass man völlig frei und unabhängig agieren kann und das ist ganz wichtig für die Indie-Autoren. Da gibt es niemanden, von dessen ja, Erfahrung man profitieren kann, aber auf der anderen Seite ist man wirklich unabhängig. Ich glaube, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob man jetzt ein Kindle-Buch, also ein E-Book schreibt oder ob man halt ein klassisches Taschenbuch, was man in den Händen hat. Der Inhalt ist ja völlig gleich. Es ist ja wirklich nur die Verpackung, die anders ist. Amazon hat mir in der Linie oder der Richtung geholfen, dass es ja erstmal überhaupt möglich gemacht hat, das Buch zu veröffentlichen. Jetzt schreibe ich wirklich als Autorin. Ich kann mich als Autorin fühlen und nicht einfach jemand, der hobbymäßig ein paar Geschichten tippt und die dann irgendwann mal liest, wenn er alleine ist zu Hause. Schreiben, dass es die Menschen berührt. Und das ermutigt mich und das inspiriert mich auch, einfach noch mehr zu schreiben.